Jo Freunde, Tedox hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wir haben heute, ich glaube, die letzte Football Birthday SPC Karte, die wir besprechen werden, Leute. Wir haben heute den guten Jeremy St. Just oder St. Juste, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Und viele haben gemunkelt, dass er die über 90 Tempo bekommt, aber er hat nur, in Anführungsstrichen, nur 88 Tempo, Leute. Diese SPC besprechen wir heute. Ich sage euch meiner Meinung nach, ob sich die Karte lohnt oder eben nicht. Und wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo da lasst, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt. Außerdem, Leute, werde ich bald eine Nuzlocke bringen, ja, eine Pokémon Nuzlocke. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut ihr sowas oder schaut ihr sie lieber nicht? Soll ich lieber nur FIFA bringen? Dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Oder... Also es ist quasi ein Let's Play mit schweren Regeln, ne, dass ihr Bescheid wisst. Und ja, dann würde ich sagen, halten wir uns gar nicht so lange auf. Schauen, was wir abgeben müssen. Schauen mal, wie viel er ungefähr kostet. Oh Gott, er wird nicht billig, denn seine silberne, seltene Karte hat er schon 85 Tempo. Und ich glaube, er hat jetzt nur plus 3 Tempo bekommen. Das ist, yay. Was hast du gemacht? Weil viele haben mit 94, 95 Tempo gerechnet und jetzt hat er nur 88, aber gut. Also wir müssen hier ein 83er Rating abgeben, kriegen ein schlechtes Pack. Hier ein 84er Rating plus ein Team of the Week, hier kein Team of the Week. Und hier nochmal ein 86er Rating mit einer Teamchemie von 60. Boah, ich glaube, der ist viel zu teuer. Ich glaube, der wird an die 500k kosten. Oh mein Gott, oder? Bin ich komplett lost? Oder 400? Ich glaube, mindestens 400. Prime Gold Spieler Set, seltene gemischte Spieler sind 25k Pack, ne? Oder 20k. Ist das beste Pack, ist auch kein schlechtes Pack. Ich glaube, 4 seltene Goldspieler kriegt man da. Aber dann schauen wir uns den guten St. Just an oder Juste an. Er hat 5 Sterne Skills, hoch, mittel, 1,84. Also eine gute Größe für einen Innenverteidiger. Arbeitsrate sind auch okay, starker Fuß rechts. Besser wäre es hier natürlich, wenn er die 5 Sterne im schwachen Fuß hätte und nicht in der Spezialbewegung, weil ja, ein Innenverteidiger mit mehr Weakfoot als Skills ist halt besser, ne? Er ist von 96, boah, der ist jünger als ich. Eigenschaften anfällig für Verletzungen, leider hat er keinen Powerkopfball oder sowas. Und wir schauen uns die Werte an. Er hat 99 Sprungkraft, 89 Abfang, also Verteidigung, Physis, sehr, sehr geil, ja, Stärke 82, ein Tempo. Leider der Antritt weniger als die Spielergeschwindigkeit. Ich habe gehofft, dass es anders ist, dass die Spielergeschwindigkeit höher ist als der Antritt. Aber sonst passen ist solide, Schuss ist sogar solide. Und Dribbling ist sehr, sehr gut, zumal er nochmal 90 Beweglichkeit dazu hat. Heißt, er lässt sich in den Innenverteidiger sehr, sehr gut bewegen mit einer Körpergröße von 1,84. Leider nicht die beste Ruhe, aber eine gute Ballkontrolle, eine gute Reaktion. Wie gesagt, defensives Bewusstsein, fairer Zweikampf, auch sehr, sehr gute Werte. Hier gibt man am besten Shadow oder ein Anchor. Ich würde eher ein Shadow geben, um maximal Pace rauszuholen. Den kann man aber wahrscheinlich auch im ZTM zocken, ja. Als ZTM, aber er hat Hoch-Mittel-Arbeitsraten. Na, sind, glaube ich, die gleichen Arbeitsraten wie ein Kimmich. Den spielt man ja auch im ZTM und der hat ähnliche Werte zu einem Kimmich, würde ich sagen. Aber ich finde ihn für, ja, was wird der kosten? 400k, wenn ich nicht komplett daneben liege, vielleicht 350, ich weiß es nicht. Footman ist ja nicht so schnell, eigentlich viel zu teuer. Ja, ich finde ihn viel zu teuer. Wir schauen uns aber an, wie wir einen guten Boy verlinken können, denn es gibt einen guten Spieler, der damals umsonst war, mit dem man ihn grün linken kann. Leute, ich habe ihn aber nicht gemacht. Ich habe ihn nicht abgeschlossen, weil ich zu faul war. Und zwar kann ich euch den kurz zeigen. Ich gehe mal, ach komm, ich gehe komplett auf Verteidiger, Bundesliga und dann Holländer. Und dann werdet ihr sehen, wahrscheinlich haben den viele mitgenommen. Ich hoffe es für euch, denn ich habe ihn nicht mitgenommen. Und das ist Sinkgraven. Ja, Sinkgraven, die beiden linken Grün, der ist auch nicht so schlecht. Aber sonst gibt es von den Holländern in der Verteidigung nichts mehr. Im Mittelfeld auch nichts Gutes. Als Stürmer. Huntelaar. Okay, Huntelaar kann man umformen als ZM, ZDM und dann im Sturm spielen lassen. Also quasi nur für die Anfangsposition. Sonst aber nichts, ja. Wir schauen uns an, was wir in Mainz haben. Wo bist du, Mainz? Hier. Was wir da haben, Malong, kann man den spielen? Ist Inform, glaube ich, ne? Ne, Woolbreaker ist das, kann man den spielen? Ja, für Fun-Teams, ne? Oder natürlich in Niakate. Ja, Niakate als Infanterie, der ist ja letztens schon vor ein paar Tagen hochgekommen, seitdem der liegt mit St. Just draußen ist und der ist gar nicht so schlecht, neben St. Just zu spielen. Das wäre eine Möglichkeit. Ah, sonst gibt es natürlich noch die Holländer-Ikonen, die man nehmen kann, wie ein... Ja gut, Van Dijk ist keine Ikone, aber wird bald eine Ikone bekommen. Ach, was mache ich hier? Wir müssen natürlich auf Icons gehen. So, hier.
Schauen wir an, wie wir den guten Boy noch verlinken können. Ein Hullet, wer ihn hat, ein Kreuz, wer ihn hat, ein Bergkamp, ein Coleman, ein Kluivert, ein Fandersar natürlich als Torwart, der ist gar nicht so teuer. Ich glaube, der günstigste kostet knapp 400, der teuerste irgendwie 800-900. Also so teuer ist der nicht. Ein Rijkaard ist auch sehr, sehr stark. Coleman habe ich vorhin schon gesagt, oder Coleman. Was gibt es noch? Seedorf natürlich auch sehr stark, kostet auch nicht so viel. Also es gibt Möglichkeiten, den guten John Just zu verlinken, Leute. Und jetzt seid ihr gefragt. Macht den nicht. Von mir bekommt der ein Nein. Weil ich finde, er hat zu wenig Antritt. Hätte er über 90 Antritt, so würde ich sagen, ja. Obwohl der Preis immer noch zu viel ist. Aber man kann ihn schwerer einbauen, wenn nicht Sinkraven hat. Ich finde ihn für den Preis einfach zu teuer. Er hat gerade mal ein 86er Rating. Das darf man nicht vergessen, Leute. Ja. Und er hat nur, glaube ich, ein Plus 3 ins Tempo bekommen zu seinem Upgrade. Er hat ja eine Silberkarte. Lasst mich nicht lügen. 75er Silberkarte oder so. Und dann auf eine 86 nur Plus 3 Tempo ist frech. Ist wirklich frech. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Bis dann und ciao.